Heute für euch, woher Albus Dumbledore wusste, dass Quirinus Quirrell eigentlich Lord Voldemort war. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit dem Hogwarts-Professor Quirinus Quirrell beschäftigen, seiner Ernennung zum Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste und der Frage, ob Albus Dumbledore die ganze Zeit wusste, dass Quirrell von Voldemort besessen war. Quirinus Quirrell war ein englischer Halbblutzauberer, der in den 1960er Jahren geboren wurde. Als er das schulpflichtige Alter erreichte, begann er die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu besuchen, wo er dem Haus Ravenclaw zugeteilt wurde. Quirrell war ein höchst ungewöhnlicher und empfindsamer, aber auch talentierter Schüler, der oft gehänselt wurde, was seine Ängstlichkeit noch verstärkte. Seine Gefühle der Unzulänglichkeit führten dazu, dass er sich besonders für die dunklen Künste interessierte. Ein hochkomplizierter und gefährlicher Bereich der Magie, der Quirrell vielleicht die Aufmerksamkeit und natürlich den Respekt verschaffen könnte, nach denen er sich immer gesehnt hatte. Während seiner gesamten Schulzeit zeigte er eine besondere Vorliebe für den dunklen Künstepart und schloss sein Studium in Hogwarts mit beeindruckenden Noten ab. Nach seinem Abschluss nahm er eine Stelle als Professor für Muggelkunde in Hogwarts an. Wie lange er in dieser Position war, ist nicht bekannt, aber während seiner Zeit als Professor hatte er den Ruf, extrem neurotisch zu sein. Dies rührte wahrscheinlich ursprünglich von dem Mobbing in seiner Kindheit, das ihn bis zum Erwachsenenalter verfolgte und tiefgreifende Auswirkungen auf seine späteren Handlungen hatte. Im Jahr 1990 nahm Quirrell ein einjähriges Sabbatjahr. Er erzählte seinen Kollegen, dass er praktische Erfahrungen sammeln wollte. In Wirklichkeit war sein Ziel jedoch, Lord Voldemort zu finden. Er war äußerst neugierig darauf, was mit dem dunklen Lord geschehen war, der die Zaubererwelt jahrelang tyrannisiert hatte. Diese Reise sollte Quirrell verändern und das zerstören, was von dem Mann übrig geblieben war, der von seiner Jugend verfolgt wurde. Quirrell wollte immer beachtet und anerkannt werden. Er wollte sich den Respekt der Leute verdienen und glaubte, dass er dies erreichen könnte, wenn er Lord Voldemort aufspüren würde. Tatsächlich fand er Voldemort, doch die Dinge liefen nicht wie geplant. Voldemort erzählt von ihrer ersten Begegnung. Ein Zauberer, jung, töricht und leichtgläubig, lief mir im Wald über den Weg, den ich zu meinem Zuhause gemacht hatte. Oh, es schien genau die Chance zu sein, von der ich geträumt hatte. Denn er war Lehrer an Dumbledores Schule. Er war leicht zu beugen. Er brachte mich in dieses Land zurück. Und nach einer Weile nahm ich seinen Körper in Besitz, um ihn genau zu überwachen, während er meine Befehle ausführte. Als Quirrell nach seiner Reise an die Hogwarts-Schule zurückkehrte, bemerkten die anderen Professoren, dass er sich verändert hatte. Hagrid erzählt von Quirrells Verhalten nach seiner Rückkehr. Oh ja, der arme Kerl, genialer Verstand. Es ging ihm gut, als er noch aus Büchern lernte, aber dann nahm er sich ein Jahr frei, um Erfahrungen aus erster Hand zu sammeln. Man sagt, er traf Vampire im Schwarzwald und es gab Ärger mit einer Hexe, seitdem ist er nicht mehr derselbe. Als Quirrell wieder in Hogwarts zu unterrichten begann, nahm er seine frühere Rolle als Professor für Muggelkunde nicht wieder auf. Stattdessen übernahm er die neue Rolle als Professor für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dass Quirrell diese Rolle zugewiesen wurde, war eine fragwürdige Entscheidung, zumal der weitaus geeignetere Professor Snape die Stelle sofort angenommen hätte. Es war Quirrells erstes Jahr in dieser Rolle und sie war aufgrund von Quirrells offensichtlicher Inkompetenz und seines miesen Benehmens umstritten. Während er unterrichtete, war sein Mangel an Selbstvertrauen sogar für die Schülerschaft offensichtlich. Warum hat Dumbledore also Quirrell zum Dunkle-Künste-Professor ernannt? Sollte Dumbledore nicht der weise, alte, allwissende Zauberer sein, der nie einen Fehler macht? Wie konnte er eine so offensichtliche Fehleinschätzung vornehmen? Bei Verteidigung gegen die dunklen Künste geht es nicht nur um Theorie, es erfordert auch immense Charakterstärke, etwas, woran es Quirrell ernsthaft mangelt. Worum geht es also hier? J.K. Rowling erklärte einmal, dass Quirrells besondere Fähigkeit darin bestand, dass er sich zwar mit der Theorie der Verteidigungsmagie auskannte, aber weniger geschickt in der Praxis war. Das sagt mir, dass Quirrell nicht inkompetent oder unklug war, er war nur kein guter Praktiker der Magie, die er lehrte. Sein Schwerpunkt war halt die Theorie, also ähnlich wie in der Universität. Auch wenn es wertvoll sein kann, das zu praktizieren, was man predigt, denke ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist. Quirrells Wissen im Bereich der dunklen Künste unterstützt durch seine hartnäckige Einstellung zum Lernen wäre mehr als genug gewesen, um Dumbledore vielleicht von seiner Einigung für die Rolle zu überzeugen. Und noch etwas. Dumbledore wusste wahrscheinlich die ganze Zeit, dass Quirrell von Voldemort besessen war.
Ich sage das, weil Dumbledore immer wusste, dass Voldemort eines Tages zurückkehren würde. Da Dumbledore ein sehr scharfsinniger Mann ist, fällt es mir schwer zu glauben, dass er nicht die drastische Veränderung in Quirrells Verhalten nach seinen Reisen bemerkt hätte. Dumbledore wusste auch, dass die Stelle für Verteidigung gegen die dunklen Künste verflucht war, was bedeutete, dass irgendwann etwas mit Quirrell passieren würde. Zudem ist Dumbledore ein Legilimentiker, was bedeutet, dass er die Gedanken der Menschen eigentlich lesen kann. Ich glaube jedoch nicht, dass er Quirrells Besessenheit auf diese Weise aufdeckte. Unter normalen Umständen wäre Dumbledore leicht in der Lage gewesen, in den Geist eines schwächeren Zauberers wie Quirrell einzudringen. Während Quirrell jedoch von Voldemort besessen war, wäre sein Geist unüberwindbar gewesen, was auf Lord Voldemorts Beherrschung der Okklumentik zurückzuführen ist. Dass Dumbledore nicht mehr in Quirrells Geist eindringen konnte, wäre ein deutliches Warnsignal gewesen und ich bin sicher, dass er wusste, dass dunkle Magie im Spiel war. Am Ende des Steins der Weisen ist Quirrell in der Tat ganz anders, sein Stottern verschwindet völlig. Es war klar, dass etwas nicht stimmte und Dumbledore war der Erste, der es bemerkte. Er wusste, dass Quirrell nach Albanien gereist war, dem letzten mutmaßlichen Aufenthaltsort von Voldemort. Also zählte er eins und eins zusammen, aber er hatte nicht genug Beweise, um Quirrell festzusetzen. Die Tatsache, dass Voldemort von Quirrell Besitz ergriffen hatte, kam Dumbledore jedoch zugute. Da Dumbledore wusste, dass Voldemort unbedingt seine körperliche Gestalt zurückhaben wollte, lockte er ihn mit dem Stein der Weisen. Der Stein war eine der wenigen Möglichkeiten für Voldemort, zu seinem früheren Ruhm zurückzukehren und Dumbledore nutzte dies aus. Er war der perfekte Köder. Es gab nur ein geringes Risiko, Voldemort auf diese Weise zu entdecken, da er in seiner geschwächten Form war. Weder Voldemort noch Quirrell wären in der Lage gewesen, den Stein allein zu bergen. Dumbledore erklärte, dass man sich selbst im Spiegel sehen und den Stein wollen muss, um ihn wiederzubekommen, aber nicht um ihn zu benutzen. Dumbledore hatte auch Harry, den Jungen, der völlig unverwundbar gegenüber Voldemort war. Er wusste, dass er sehr wenig verlieren und möglicherweise sehr viel gewinnen konnte, indem er Quirrell einfach im Schloss ließ. Denn das könnte zur Gefangennahme eines der gefährlichsten dunklen Zauberer führen, der noch auf freiem Fuß war. Indem er den Stein in Hogwarts platzierte, wusste Dumbledore, dass Voldemort der Versuchung, ihn zu bekommen, nicht widerstehen könnte. Es war eigentlich der perfekte Plan für einen Schachspieler. Das einzige wirkliche Risiko, das mit Dumbledores Plan verbunden war, war das, zumindest in Dumbledores Augen, höchst unwahrscheinliche Szenario, in dem Voldemort und Quirrell Harry irgendwie benutzen würden, um den Stein für sich zu bekommen. Um sicherzustellen, dass Harry nicht in der Lage ist, den Stein selbst zu beschaffen, zeigte er ihm den Spiegel von Nahigab absichtlich zu Beginn des Schuljahres. Als Dumbledore Harry dabei ertappt, wie er in den Spiegel schaut, erklärt Harry, dass er seine Eltern sieht. Das bestätigt Dumbledore nur, dass sein Plan sicher ist, denn das bedeutet, dass Harry nicht in der Lage ist, den Stein zu finden und somit ein geringes Risiko darstellt. Dumbledore hat Harry natürlich auch in den Kerker gelockt, weil er wusste, dass er durch das Liebesopfer seiner Mutter eine sehr gute Chance hatte, den Dunklen Lord zu besiegen. Wie wir jedoch wissen, liefen die Dinge nicht genau nach seinem Plan, aber trotzdem ebnete sich alles. Und das war's auch schon mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Wusste Dumbledore die ganze Zeit, dass Quirrell besessen war? Oder eher nicht? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.